Der Urilaser 500 Pro ist ein halbautomatisches Auswertegerät der neuesten Generation für Urinteststreifen. Der hohe Durchsatz von bis zu 500 Tests pro Stunde in Verbindung mit modernsten Benutzer- und Datenverwaltungsfunktionen macht ihn zum idealen System für mittelgroße bis größere Laboratorien und Krankenhäuser. Der Urilaser 500 Pro bietet eine mehrstufige Benutzerverwaltung und erweiterte Anbindungsmöglichkeiten, um auch in Zukunft allen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. In Kombination mit den Urinteststreifen Combiscreen 11 Sys und 11 Sys Plus bietet das System eine einfache Handhabung bei hoher Qualität und Effizienz in einem kompakten Format. Die Inbetriebnahme des Urilasers ist denkbar einfach. Es müssen nur der Streifentransportkamm und das Papier für den Drucker eingesetzt werden. Auf der Geräterückseite befinden sich der Stromanschluss, drei USB-Anschlüsse, eine Ethernet-Buchse, eine PS2-Schnittstelle zum Anschluss eines Barcode-Readers oder einer Tastatur und eine serielle Schnittstelle für die direkte Verbindung zu einem PC. Beim ersten Einschalten des Urilasers erscheint der Installationsassistent. Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, die grundlegenden Einstellungen des Geräts vorzunehmen und den Analyzer auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Nachdem Sie aus 8 möglichen Sprachen Ihre Landessprache gewählt haben, können Sie im nächsten Schritt Datum und Uhrzeit einstellen. Der Urilaser 500 Pro bietet eine umfangreiche Benutzerverwaltung, bei der Sie individuelle Benutzerzugänge anlegen können. Eine unbefugte Nutzung oder die Änderung kritischer Einstellungen wird durch Auswahl vordefinierter Sicherheitslevel verhindert. Alle Messungen und Qualitätskontrollergebnisse können dann zu dem jeweiligen Anwender zurückgeführt werden. Nun können Sie wählen, welche Informationen der Ausdruck enthalten soll. Zum Beispiel kann eine Empfehlung auf weiterführende Sedimentuntersuchung oder eine Kopfzeile hinzugefügt werden. Für Qualitätskontrollmessungen kann eine QC-Erinnerung bzw. Sperrung in einem definierten Intervall eingestellt werden. Die QC-Ergebnisse der Kontrollmessungen werden mit den eingegebenen Sollwerten verglichen. Die Grundeinstellungen sind jetzt abgeschlossen und können unter dem Menüpunkt Optionen aufgerufen und editiert werden. Wir empfehlen, vor Arbeitsbeginn eine Qualitätskontrollmessung durchzuführen. Das garantiert Ihnen die einwandfreie Funktion der Urinteststreifen und des Geräts. Dabei können die Sollwertbereiche unserer Combiscreen PN-Kontrolle manuell oder per Barcode-Scanner hinterlegt werden, die dann zum Vergleich herangezogen werden. Die bestandene QC-Prüfung wird im Menü grün gekennzeichnet. Mit Ihrem wirksamen Ascorbinsäureschutz für das Blut- und Glukosetestfeld und einem eindeutigen Farbwechsel im klinisch relevanten Bereich zählen die Combiscreen Plus Urinteststreifen von Analyticon zu den Marktführern auf diesem Gebiet. Der Ascorbinsäureschutz ist deshalb so wichtig, da eine hohe Konzentration von Ascorbinsäure, besser bekannt als Vitamin C, bei diesen Parametern zu falsch negativen Ergebnissen führen kann. Der Analyzer erkennt den Urinteststreifen und die Messung wird automatisch gestartet. Positive Testergebnisse werden auf dem Bildschirm und auf dem Ausdruck gekennzeichnet. Eine Arbeitsliste können Sie entweder manuell oder mittels Barcode-Scanner erstellen oder über ein Laborinformationssystem beziehen. Wenn Sie diese Liste abarbeiten, können Sie kontinuierlich Urinteststreifen auflegen, sobald der vorhergehende Streifen transportiert wurde. Dabei wird der Streifen automatisch zentriert, eine exakte Positionierung ist nicht notwendig. Direkt nach dem Auflegen können Sie zusätzliche Informationen wie Farbe,
Trübung oder einen Kommentar einer Probe hinzufügen. Dabei zeigt die Patienten-ID unmissverständlich, welche Probe bearbeitet wird. Am Ende des Arbeitstages schalten Sie das Gerät aus und reinigen die Gehäuseoberfläche mit einem feuchten Tuch. Bitte achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät oder den Druckerschacht gelangt. Für die Säuberung darf kein aggressiver Reiniger oder eine Sprühflasche verwendet werden. Spülen Sie anschließend den Streifenträger, den Streifentransportkamm und den Tropfschutz unter fließendem Wasser ab und desinfizieren Sie die Teile mit einem geeigneten Desinfektionsmittel, beispielsweise 70%igem Alkohol. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocken sind.